Minecraft wird wegen dem neuen geplanten Combat-Update gehatet. Minecraft-Hörspieler betrügen aktuell die Publisher so ein bisschen bei der Registrierung für die Beta. Und auch Minecraft Earth kündigt ein brandneues Mob an, was es so in der Form noch nie im Minecraft-Universum gab. Es hört sich auf jeden Fall in einer spannenden Folge Newsflash an. Wie immer, dranbleiben und viel Spaß, Freunde. Es ist mal wieder Sonntag und daher darf ich euch recht herzlich zu einer neuen Folge vom Minecraft Newsflash begrüßen. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit allen ganz gut. Ich bin auf jeden Fall gerade wieder hart am Schwitzen. Es ist zwar schon ein bisschen abgekühlt, aber trotzdem, es ist noch sehr schwül draußen. Es waren die Tage, ich hoffe, ihr seid nicht weggeschmolzen, sehr, sehr heiß, bis zu 40 Grad. Deswegen ist es hier gerade ein bisschen stickig. Falls ich schwitzen sollte, tut es mir auf jeden Fall jetzt schon leid. Nun ja, ich habe mich mal wieder hingesetzt, ein kleines Skript für die Folge heute geschrieben und bin natürlich auch so gut es geht auf euer Feedback eingegangen. Ihr werdet wahrscheinlich ein paar visuelle Änderungen vorfinden, wie auch ein brandneues Intro und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das ganze positive Feedback und auch für die Kritik und Verbesserungsvorschläge. Ich versuche da natürlich weitestgehend drauf einzugehen. Wir haben auf jeden Fall das Like-Ziel der letzten Folge komplett zerschmettert. Also ihr habt das Ganze wirklich sehr, sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das hier in dieser heutigen Folge so aussieht. Auf jeden Fall wie immer Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefällt. Würde mich sehr, sehr freuen. Natürlich auch ein kostenloses Abo, falls du keine News mehr zu Minecraft verpassen möchtest. Auch ganz, ganz wichtig. Und bevor wir starten, gibt es Infos. Ganz, ganz wichtige Infos, beziehungsweise man könnte es auch Werbung für mich selber nennen, aber trotzdem, es gibt Infos, die euch interessieren dürften. Zum einen haben wir einen brandneuen Merch, man kann es hier schon sehen, es ist spiegelverkehrt gerade. Ich weiß, hier steht GGDE in einer coolen Schrift, außerdem gibt es noch zwei weitere Motive in meinem Online-Shop, also nicht mein eigener Online-Shop, aber bei meinem Merch-Hersteller quasi. Link dazu in der Beschreibung, falls ihr da was kaufen möchtet, wäre das auf jeden Fall eine absolute Ehrenaktion. Des Weiteren haben wir auf meinem Kanal endlich auch die neuen Tier-Subs, also neue Kanalmitgliedschaften freigeschaltet. Die gibt es ab sofort endlich mal ab 99 Cent, nicht nur 4,99 €, sondern jetzt auch ab 99 Cent verfügbar. Falls du mich unterstützen möchtest, coole Emojis haben möchtest im Chat, im Livestream-Chat und allgemein einen coolen Slime-Emoji neben deinem Namen haben möchtest, auch in den Kommentaren, dann würde es mich sehr freuen, wenn du das Ganze abonnieren würdest. Kann man das sagen? Ich weiß es gar nicht. Link, wie gesagt, zum Shop und auch zu der Kanalmitgliedschaft unten in der Beschreibung. Würde mich sehr, sehr freuen. Des Weiteren, ab sofort unter jeder Newsflash-Folge quasi in der Beschreibung, sind sogenannte Zeitstempel. Das heißt, wenn ich dir jetzt schon gerade zu viel laber, dann kannst du unten in der Beschreibung auf die Zeiten klicken der einzelnen Kategorien und kannst dann zum Beispiel direkt zur Social-Media-Kategorie oder zum Spotlight vorspulen und musst dir nicht mein Gelaber geben. Aber absolute Ehre, Männer, gucken das Video natürlich komplett. Okay, wir haben jetzt aber natürlich wieder genug gequatscht und deswegen, let's go! Beginnen wir aber natürlich auch schon wie letztes Mal heute mit den sogenannten Update-News. Die Update-News kann man momentan auch eher Minecraft-News nennen, weil irgendwelche News zu irgendwelchen Updates gibt's nicht. Die Publisher sind größtenteils im Urlaub oder in den Betriebsferien, was auch immer. Natürlich arbeiten sie trotzdem weiterhin noch am Spiel, einige. Aber größtenteils sind die meist im Urlaub oder in den Ferien. Und daher brodelt da momentan nichts in der Update-Küche. Jedoch brodelt aktuell, ja, ein bisschen was anderes in der Minecraft-Küche. Und man könnte fast schon sagen, da wird Minecraft aktuell von vereinzelten Leuten ein bisschen gehatet, denn der liebe Jeb, also Jens Bürgenstern, auch ein Minecraft-Publisher, der schon seit Beginn an dabei ist, hat ja vor kurzem eine sogenannte Test-Snapshot-Version veröffentlicht auf Reddit, und zwar kann man da einen Prototypen des neuen Kampfsystems anzocken. Ihr wisst ja, im 1.15-Update sollte eigentlich ein neues Kampfsystem dazukommen und er hat da mal so eine kleine Version entworfen, wie es ungefähr aussehen soll, und hat das Ganze dann als Test-Snapshot, als exklusiven Download quasi veröffentlicht, und da konnte die Community das Ganze halt ein- bzw. anzocken. Der Sinn dahinter war es natürlich, dass Leute das spielen können und dann sofort auch Feedback geben können für den lieben Jens Bürgensen oder allgemein für das Mojang-Team. Macht natürlich auch Sinn. Community spielt das Ganze und gibt dann auch Feedback, Kritik, Verbesserungsvorschläge etc., um daraus dann die bestmögliche Kampfsystem-Version sozusagen zu machen. Da gab es dann auf jeden Fall aber auch eine dunklere Seite des Ganzen, denn einzelne oder vereinzelte Leute in der Community haben das irgendwie zu ernst genommen, beziehungsweise haben dann die Minecraft-Publisher, beziehungsweise Jens in dem Fall, sogar wirklich unter der Gürtellinie beleidigt, weil er da so einen Prototypen entworfen hat. Auf Twitter äußerte sich nämlich der User Drake Vector, hieß der Kollege, glaube ich, etwas, naja, sagen wir mal, weniger nett zu dieser Test-Snapshot-Version. Er sagte nämlich: "Wow, was ein großer Mittelfinger zu all den klassischen Combat-Fans. Wie wär's, wenn du dich einfach mal selbst und ich bin fertig mit dem Spiel. Kam nur zurück, weil ich gehört habe, dass das alte Kampfsystem zurückgeholt wird. Sorry, im Rage, da habe ich schon mal Sprachfehler. Ich hoffe, du hast Spaß daran, dein Imperium zu verlieren." Oh je, Freunde.
da muss ich echt sagen, da fehlen mir absolut die Worte. Also sowas macht man in keinen Bereichen und vor allem nicht bei irgendeinem Spiel, wo gerade eine Testversion erschienen ist, die noch nicht mal offiziell ist, dass man dann einen so hart beleidigen muss und das komplett öffentlich auf Twitter, das ist unter aller Sau, das muss ich wirklich sagen. Jeb hat darauf dann auch nur noch geschrieben, was ist jetzt genau dein Problem? Also mehr hätte er da meiner Meinung nach auch nicht schreiben können. Ich hätte den User einfach geblockt, den Tweet gelöscht. Kann man gar nicht auf Twitter, glaube ich, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall, das ist echt schlimm. Also nicht falsch verstehen, jeder und vor allem auch wirklich jeder soll immer zu seiner Meinung stehen, egal wie viele dagegen sind. Und man soll diese natürlich auch immer aussprechen. Aber man muss das Ganze natürlich auch respektvoll und auch, ja, konstruktiv einfach wiedergeben. Er hätte doch einfach sagen können, nein, das gefällt mir nicht. Das 1.8-Kampfsystem, das soll einfach genauso wiederkommen, wie es damals war. Da muss man nicht jetzt noch irgendwas Neues erfinden. Hey, das hätte man einfach ein bisschen netter schreiben können. Also sowas muss ich sagen, das geht absolut gar nicht. Für die Leute, die das Kampfsystem mal interessiert, beziehungsweise die Testversion, der liebe Spark hat dazu ein Video hochgeladen. Komplett ausführlich das Ganze auch erklärt. Einfach mal auf das i oben in der Ecke klicken, dann gelangt er zu seinem Video. Auch in Minecraft Earth-Universum gibt es mal wieder einiges Neues zu berichten. Unter anderem wurde da jetzt vor kurzem auf Twitter ein brandneues Mob angekündigt. Dieses nun ja Huhn soll ein ab sofort verfügbares Minecraft-Mob in Minecraft Earth sein. Also neben dem Muddy Pig wurde auch jetzt ein weiteres Mob hinzugefügt, was ein bisschen modifiziert wurde. Das heißt, das Schwein ist jetzt ein dreckiges Schwein mit einer Blume auf dem Kopf. Und jetzt gibt es hier dieses komische Huhn, was eine Mischung aus einer Pilzkuh und einem Huhn ist. Und das ist auf jeden Fall mal wieder gerechtfertigt, was sie damals gesagt haben. Sie haben gesagt, Minecraft Earth wird kein normales Minecraft sein. Dort wird es viele verschiedene Mobs geben, die man nie zuvor gesehen hat. Und daran halten sie sich auf jeden Fall strikt momentan. Sie haben dazu auf jeden Fall geschrieben, wenn es gockelt wie ein Huhn und Pilze hat wie eine Pilzkuh, was könnte es sein? Natürlich Minecraft Earth neues Mob und zwar der liebe Cluckroom, beziehungsweise Cluckshroom, so. Wie gesagt, vor Release haben sie das Ganze angekündigt, dass da viele verschiedene, auch modifizierte Versionen von Mobs sein werden. Daran scheinen sie sich auf jeden Fall zu halten. Schon zwei Mobs, die es eigentlich noch nie im Minecraft-Universum gab. Finde ich aber wirklich sehr cool, muss ich zugeben. Ein weiteres Thema, was Minecraft Earth betrifft, ist die Registrierung für die Beta. Dort haben nämlich einige Spieler gefootelt, böse auf jeden Fall, und haben gelogen, was den Standort angeht, beziehungsweise ihre Postleitzahl oder wo sie eigentlich wohnen. Dadurch haben sie dann tatsächlich einen Platz in der Beta bekommen und das war eigentlich, muss man sagen, taktisch kluges Denken. Also mal als kleines Beispiel, es gibt beispielsweise Fred wohnt in England, aber in irgendeiner ganz kleinen Stadt oder in einem ganz kleinen Dorf, was eigentlich absolut niemand kennt, und Fred möchte sehr, sehr gerne die Beta spielen, wie jeder andere von uns natürlich auch. Fred ist aber nicht ganz so doof, Fred denkt sich, okay, wenn London jetzt tatsächlich bald registriert wird, beziehungsweise London allgemein nicht komplett registriert wird, aber eine Stadt in London registriert wird, dann wird es logischerweise die Hauptstadt London und auch die größte Stadt Englands sein, London, wie gesagt. What the fuck? Deswegen ist Fred schlau, löscht seine Daten mit einem Klick auf der Registrierungsseite quasi und registriert sich neu für die Beta. Diesmal aber nicht mit seiner Postleitzahl aus einem Kuhkaff, was keiner kennt, sondern mit der Postleitzahl von London. Und so haben Spieler tatsächlich einen Platz in der Beta bekommen, die eigentlich gar nicht in London leben. Und das ist komplett verrückt, weil nicht nur London an sich, sondern auch der Umkreis wird ein bisschen freigeschaltet. Also natürlich nicht bis zu seinem Kuhdorf. Aber das Spiel denkt halt trotzdem, du lebst in London und hat so dann einen Einladungslink bekommen und die Minecraft Earth Beta quasi spielen können. Das ist auf jeden Fall komplett verrückt. Das heißt, wir könnten jetzt hingehen und dann zur Registrierungsseite gehen, unsere Daten löschen, uns neu registrieren und dann zum Beispiel die Postleitzahlen vor Berlin oder Düsseldorf oder auch Hamburg angeben. Ich schätze mal, falls Deutschland wirklich drankommt, dann von Berlin. Das heißt, du könntest da dann die Postleitzahl einfach ändern, dich neu registrieren und hast dann so eine maximale Chance quasi für die Beta angenommen zu werden. Hab ich jetzt gesagt, wie man das Ganze betrügen kann? Naja. Na, da machen wir mal lieber ganz schnell weiter mit der nächsten Kategorie, und zwar Social Media. Und hier beginnen wir direkt wieder mit einem Tweet, wie auch schon in der letzten Folge. Das Ganze lässt wirklich mein Herz aufgehen. Ein wirklich wunderschöner Tweet von der Community Managerin von Minecraft, Helen Angel. Und sie hat das Spiel Minecraft oder den Sinn von Minecraft einfach mal auf den Punkt gebracht, muss ich sagen. Sie schrieb nämlich auf Twitter, die Schönheit Minecrafts ist es, dass es weder Altersgrenzen noch andere Grenzen als deine Vorstellungskraft hat. Du kannst alles sein, was du in deiner Welt der Träume träumst. Hier gibt's Menschen jeder Nationalität und jeden Alters, die sich durch das menschliche Bedürfnis zusammenfinden, etwas zu erschaffen. Wow,
10 von 10 Punkte, muss ich sagen. Auf jeden Fall für diesen Tweet von Helen Angel. Ob man es glaubt oder nicht, aber 4J Studios hat sich auch zurückgemeldet auf Twitter und zwar mit einem brandneuen Projekt. Jetzt wissen wir ungefähr, worauf sie sich wieder mal in der Vergangenheit konzentriert haben. Nicht auf das PlayStation 4 Update, dazu aber gleich mehr, sondern auf ein brandneues Paket für die Bedrock-Version von Minecraft. Sie haben nämlich das hier auf Twitter gepostet, das Bild sieht schon mal ganz cool aus. Jungle Explorer, das soll eine neue Map sein für den Minecraft Marketplace. Das ist dann auch mal wieder ein Hinweis darauf, worauf sie sich wie gesagt konzentriert haben in der letzten Zeit. Dies tweeteten sie nämlich via Twitter und schrieben dazu: Sieht so aus, als würden die 4J-Abenteuer ein bisschen wilder werden. Hashtag coming soon, Hashtag Minecraft, Hashtag Minecraft Marketplace und Hashtag 4J Studios. Sieht auf dem Bild wie gesagt sehr, sehr cool aus und auch den Hashtags nachzuurteilen, wie gesagt, das Ganze nur für Bedrock, weil nur dort gibt es logischerweise den Marketplace, nicht auf der PlayStation 4 Version. Da stellen wir uns natürlich auch die Frage, warum konzentriert sich 4J Studios immer und immer mehr auf das Erstellen von Paketen, die sie dann auf dem Marketplace veröffentlichen oder verkaufen, statt einfach mal die PlayStation 4 nochmal zu updaten? Ja gut, das kann natürlich auch daran liegen, dass 4J Studios weiß bzw. natürlich auch eingerichtet hat, dass PlayStation jetzt schon sehr bald eine ganz andere Version erhalten wird, und zwar die Crossplay-Version. Wir alle kennen ja logischerweise den fahrenden Händler in Minecraft, der ist ja mit dem 1.14 Update dazugekommen, der spawnt immer zusammen mit seinen beiden Händler-Lamas und diesen fahrenden Händler, aber in Menschengestalt und in übergroß, hat ein Spieler namens Joss oder Jossy Boys, glaube ich, hieß er, nachgebaut und das Endergebnis, was da rauskam, das ist einfach wirklich komplett verblüffend. Zieht es euch selber mal rein. Er hat nämlich diesen atemberaubenden Händler im Bildhauerstil entworfen und die Bilder, die dabei entstanden sind, wie gesagt, sind absoluter Wahnsinn. Auch in der Vergangenheit hat dieser Spieler namens Josh schon jede Menge Zeugs gebaut, die ich selber noch nie in meinem Leben gesehen habe, muss ich zugeben. Mithilfe von einem Programm bzw. einem Add-on Voxel Sniper erschafft er die Grundform des Händlers und formt ihn dann anschließend. Boah, ich will gar nicht wissen, wie lange das Ganze gedauert hat. Ich bin ja auch schon ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich baue wirklich sehr gerne, nicht falsch verstehen, aber so etwas Großes, was dann auch Ewigkeiten dauert, ich glaube, das wäre nichts für mich, muss ich sagen. Da sind wir dann auch schon wieder im Bereich Hashtag Update angelangt. Das ist die Kategorie quasi, wo ich immer die meistgestellten und interessantesten Fragen von euch, also von der Community, beantworte. Also falls du noch offene Fragen haben solltest, egal zu welcher Version von Minecraft, zu den kommenden Updates von Minecraft, kannst du diese gerne mit dem Hashtag Update unten in die Kommentare schreiben. Und wer weiß, vielleicht bist du ja nächste Woche hier auf diesem wunderschönen Bildschirm zu sehen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn du deinen Fragen einfach mal freien Lauf lässt. Und ja, die erste Frage oder die erste heutige Frage kommt von dem lieben Carlos Auer. Er fragte nämlich: Denkst du, es könnte in der Zukunft Sumpf- und Dschungeldörfer geben? Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage und die Antwort, die ich jetzt gebe, die ist mal wieder wie immer nicht hundertprozentig richtig, beziehungsweise heißt nicht, dass das Ganze auch wirklich so kommt, wie ich es sage. Aber es gibt natürlich Gerüchte und auch kleine Leaks, die darauf hindeuten, dass das Dorfleben auf jeden Fall nochmal ein bisschen geupdatet werden soll, beziehungsweise im Laufe der Minecraft-Jahre immer mal wieder ein bisschen erweitert werden soll. So soll zum Beispiel auf jeden Fall ein Dschungeldorf kommen, weil wir seit zig Jahren, seit die Dörfer existieren, noch niemals irgendeiner Form ein Dschungeldorf bekommen haben. Und auch ein Sumpfdorf. Dazu gibt es dann einige Fan-Konzepte. Auf Reddit beispielsweise, da haben Spieler sich hingesetzt und einfach mal ein komplettes Dorf entworfen im Dschungel und auch im Sumpf, wie das Ganze aussehen kann. Und was dabei rauskam, das war auch wirklich verblüffend. Aber um deine Frage zu beantworten, es wurde bestätigt, dass das Dorfüberarbeitungskonzept quasi noch nicht vollendet ist und im Laufe der Jahre mal immer irgendetwas Neues dazukommen soll. Die nächste Frage kommt von meinem CoolCrafter3D und er fragt: Hashtag Update, denkst du, dass Mojang jemals ein Höhlen- und Erz-Update durchführt? Das ist auch eine Frage, die momentan, glaube ich, die meistgestellte und auch meistgewünschte Frage in der Minecraft-Community weltweit ist. Beziehungsweise das Cave-Update oder das Höhlen-Update ist das Update, was am meisten gewünscht wurde, beziehungsweise am meisten angefordert oder angefragt wurde von der Community. Und das ist unglaublich, wie viele Menschen sich dafür begeistern, dass die Höhlen in Minecraft endlich mal ein Update erhalten sollten. Und die Meinung unterstreiche ich auch komplett, auch deine Frage ist auch sehr gut und ich bin fest davon überzeugt, beziehungsweise es wurde ja auch schon bestätigt, das Update, Höhlen-Update steht unter Beobachtung und ist auch geplant. Es soll aber nicht das 1.15 Update werden, sondern ein darauffolgendes Update. Ob es dann das 1.16 oder 1.17 Update ist, muss ich mal vorstellen, irgendwann gibt es ein Update, was 1.33 heißt. Das ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Jedenfalls trotzdem zurück zum Thema. Es soll kommen, es ist bestätigt, dass 4J Studios, sage ich schon, dass Mojang irgendwann mal ein Höhlen-Update oder ein Untergrund-Update releasen wird und somit endlich mal, muss man auch mal zugeben, seit wie vielen Jahren laufen wir immer in den stinknormalen Standard-Höhlen rum und irgendwann wird sich, wie gesagt, das Ganze einfach mal umändern, neue Erze, Stalagmiten und allgemein
etwas größere Dungeons und coolere Höhlen werden mit Sicherheit bald irgendwann. Habt ihr den Irgendwann-Counter mal gerade eingefügt? Einfach mal mitzählen, wie oft ich das gerade gesagt habe. Nein, aber es wird, wie gesagt, im Laufe der Jahre, denke ich mal, kommen. Ich sehe gerade, der Carlos Auer, der hat es zweimal in die Folge geschafft. Der hat nämlich noch eine interessante Frage gestellt. Dieses Mal fragt er nämlich, Hashtag Update. Ich fände es cool, wenn es ein Dimensions-Update geben würde. Was meinst du dazu? Da muss ich zugeben, unterstreiche ich deine Meinung auf jeden Fall komplett. Es fehlt tatsächlich doch irgendeine Dimension, die das Minecraft-Leben noch ein bisschen spannender machen würde. Viele wünschen sich ja eine Art Himmelsdimension, quasi ein Portal, was in die Oberwelt führen würde, also nicht in unsere Oberwelt, unsere ganz normale Minecraft-Welt, sondern in die Himmeloberwelt quasi, dass wir über den Wolken in irgendeiner Dimension sind, was weiß ich, wie das Ganze aussehen soll, aber sowas wäre schon überkrass. Es gibt leider noch keine Äußerungen von Minecraft-Publishern, die irgendwie darauf hindeuten, dass wir sowas mal bekommen werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass neben dem Ende und dem Nether und auch der Oberwelt bald irgendwann mal, da geht's wieder los mit dem Irgendwann. Nein, aber dass irgendwann im Laufe der Jahre von Minecraft noch irgendwie sowas dazukommen wird. Die nächste und auch heutige letzte Frage kommt vom lieben Gamer 9 oder 09 und 07. Er fragt nämlich, Hashtag Update, was ist mit den Füchsen, den Suppen und der Wither-Rose? Danke auf jeden Fall für die netten Worte darunter, aber es geht natürlich erstmal um die Frage. Ja, zu der Frage habe ich ja eben schon eine Kleinigkeit angedeutet, und zwar, dass 4J Studios sich momentan eher weniger darauf konzentriert, Updates für die PlayStation 4 Version herzustellen, also für die Leute, die gerade auf dem PC spielen oder sonst irgendwas. Die PlayStation 4 Version hat immer noch kein komplettes 1.14 Update, da fehlen Features wie zum Beispiel die Wither-Rose vor allem und natürlich auch die Füchse. Und deswegen denke ich mal, dass wir diese komplette 1.14 Version erst bekommen werden, entweder wenn die Bedrock Version die komplette Version hat oder wenn die Bedrock Version auf die PlayStation 4 kommt, da werden wir sie spätestens eh komplett erhalten. Aber wie gesagt, 4J Studios scheint momentan an anderen Dingen zu arbeiten, was aber auch ein gutes Zeichen sein kann, wie gesagt. Ja, das war auch schon die letzte Frage von heute. Wie gesagt, falls du offene Fragen haben solltest, immer gerne mit dem Hashtag Update unten in die Kommentare schreiben. Ja, wie schon in der ersten Folge erwähnt, wird es auch heute keinen Bau der Woche geben. Dies bedeutet für euch, ihr könnt euch weiterhin bewerben und auch eine kurze Frage oder um eine kurze Frage zu beantworten, ihr könnt euch auch mehrfach bewerben für verschiedene Builds beispielsweise. Wenn du eine Kirche gebaut hast und diese vorstellen möchtest, kannst du dich damit bewerben. Wenn du aber auch eine Burg gebaut hast, kannst du dich auch mit der Burg bewerben. Das heißt, ihr könnt euch grenzenlos bewerben. Ich werde dann die interessantesten Sachen rauspicken selber und dann schauen wir mal, wer auf jeden Fall nächste Woche der allererste Bau der Woche ist. Ich würde sagen, ran in die Tasten weiterhin. Unten in der Beschreibung ist das Bewerbungsformular. Einfach anschreiben bzw. bewerben. Alter, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Bewerbungen. So, und dann sind wir auch endlich mal im Spotlight angekommen. Spotlight, muss ich sagen, da geht es heute heiß her, denn wir haben ein cooles Spotlight dank euch rausgesucht bzw. rausgefunden. Noch eine kurze Erklärung für einige, die das noch nicht ganz so verstanden haben. Mit dem Hashtag Spotlight könnt ihr unten in die Kommentare Minecraft-YouTuber, Minecraft-Projekte oder Minecraft-Videos reinschreiben, die eurer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Ich kann dann beispielsweise meine Reichweite dafür nutzen, dass diese Projekte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich kann nicht sprechen, Mann, schwere Sprache, es ist so heiß in dem Zimmer. Jedenfalls haben dann einige Leute Minecraft Zuro oder Hermitcraft oder sowas reingeschrieben, aber diese Projekte sind riesig. Was soll ich da noch großartig dafür sorgen, dass diese Projekte mehr Aufmerksamkeit bekommen? Das heißt, hier geht es eher um kleinere Dinge, die trotzdem mega gut sind, mega qualitativ, mega, also einfach mega cool sind und viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Nur eine kurze Erklärung hat. Jedenfalls, nachdem es ja letzte Woche der liebe EasyGamer mit Minecraft Leben 2 auf der PlayStation 4 geschafft hat, habe ich heute wieder mal ein Spotlight dank euch rausgefunden bzw. rausgesucht, der wirklich auch sehr, sehr oft von euch vorgeschlagen wurde in den Kommentaren. Und zwar World Trade Craft PlayStation 4. Und das, meine Freunde, was ihr da jetzt sehen werdet, könnte auch der Bau der Woche werden. Trotzdem hat es heute ins Spotlight geschafft und das auch meiner Meinung nach sehr, sehr verdient. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es hierbei um ein Bauprojekt, wo Spieler sich hingesetzt haben und haben das World Trade Center nachgebaut. Dabei ist es dann aber nicht geblieben, es wurde der ganze Gebäudekomplex bis hin zu halb Lower Manhattan bzw. New York, einfach der komplette Gebäudekomplex vom World Trade Center im Maßstab 1:2 nachgebaut. Und das, muss ich sagen, gerade auch auf der PlayStation 4, was sowieso nochmal ein bisschen schwieriger ist, auch wegen der Weltgröße und wegen den Möglichkeiten, Respekt. Also wow, ihr seht es ja gerade eingeblendet, die haben einfach mal Lower Manhattan, die ganzen Straßen, die ganzen Gebäude detailgetreu nachgebaut. Und ich bin dann einfach mal auf die Videos gestoßen, hab mir die ganzen Videos dann einfach mal angeguckt, einfach mal in der Beschreibung geguckt und dort wurde ein Facebook-Profil verlinkt von dem Haupterbauer, sage ich mal. Den habe ich dann auch via Facebook angeschrieben und noch ein paar interessante Infos für euch anzufragen und er hat dann auch geantwortet vor allem und ja,
Ich gebe euch jetzt ein paar interessante Infos mit ein paar coolen Bildern. Jedenfalls ist dieser Server ein Roleplay-Community-Server, der vor knapp 2 Jahren eröffnet wurde. Insgesamt haben hier 4 Freunde angefangen, das originale World Trade Center, wie gesagt, zu bauen. Unglaublich, aber wahr, festhalten. Für den Bau haben sie alle 286 originalen Baupläne der Gebäude runtergeladen, um es dann wirklich so detailliert wie möglich zu errichten. Aufgrund der begrenzten Bauhöhe dann in Minecraft allerdings mussten sie das Ganze um im halben Maßstab dann bauen. Die Planung dafür alleine hat schon knapp 2 Monate gedauert. Für den Bau der 7 Gebäude des Trade Centers haben sie dann insgesamt 1 Jahr und über 1 Million Blöcke gebraucht, was einfach überkrass ist. Geplant war es allerdings auch, die U-Bahn-Station mithilfe von Redstone zu bauen. Allerdings, kennen wir ja alle mittlerweile, ist Minecraft mit zu vielen gleichzeitigen aktiven Redstone-Leitungen ein bisschen dezent überfordert. Nachdem aber dann Spieler aus der USA auch auf die Welt kamen und die Gebäude dann gesehen haben und auch selber behaupteten, dass dies das beste selbstgebaute World Trade Center sei, entschieden sich dann die Spieler oder die Erbauer der Map als Community oder das Ganze als Community-Server zu starten, sodass jeder, der mag, auf die Map darf, sich ein Gebäude aussuchen kann und dort dann eine Etage sich aussuchen kann und einrichten kann. Oder darf, eher gesagt. Das ist auch eine coole Sache, muss ich sagen. Allerdings, laut dem Haupterbauer quasi, sollen die meisten Leute, die beitreten, eher nur gucken und staunen, was natürlich auch vollkommen zu Recht ist. Absoluter Wahnsinn. Props und Respekt an die ganzen Erbauer. Der Link unten in der Beschreibung. Schaut bitte dort vorbei. Gebt den Leuten ein Like und ein Abo für diese ganze Mühe, weil das ist einfach nur absoluter Wahnsinn. Wie gesagt, solltest du auch einen wirklich coolen Vorschlag für das Hashtag Spotlight haben für die nächste Woche, kannst du das Ganze immer mit dem Hashtag Spotlight unten in die Kommentare schreiben und mal sehen, was wir nächste Woche so Cooles dabei haben. Fand ich auch lustig, dass einige geschrieben haben, Hashtag Spotlight GamingGuides.de. Ich nehme mich auf jeden Fall mal selber ins Spotlight, das kann man mal machen. Ich bin zwar schon abgehoben, aber so abgehoben bin ich das auch nicht. Ich hoffe, ich bin nicht abgehoben. Das sollte eigentlich nur ein Witz sein. Bitte, bitte mobb mich nicht. Naja, wie dem auch sei, das war es auch schon wieder mit der heutigen Newsflash-Folge. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne zu jeder Kategorie, die euch interessiert hat jedenfalls oder die ihr nicht übersprungen habt. Unten in die Kommentare, also eure Meinung vor allem unten in die Kommentare. Trotzdem, auch wenn ich das Ganze schon ein bisschen verbessert habe, gerne weiterhin auch Verbesserungsvorschläge, Kritik und natürlich auch eure Meinung zu dem ganzen Aufbau der Newsflash-Folge oder Newsflash-Serie unten in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren und bin ich vor allem auch sehr dankbar für. Wie gesagt, Link zum Merch, wo es auch immer eine coole Autogrammkarte dazu gibt, die... Oh, das sieht man ja kaum wegen dem Greenscreen. Das ist ja mal crazy. Sieht man das jetzt da durch? Müsste man da durchsehen? Die sieht man gar nicht. Egal, dann muss ich sie einblenden irgendwie. Da gibt es immer eine handsignierte Autogrammkarte dabei zu jeder Bestellung. Wir haben noch jede Menge da, also könnt ihr auf jeden Fall bestellen und kriegt dann noch so eine Karte. Trotzdem auch noch eine kurze Info wegen dem Kanalmitgliedschaften. Da habt ihr dann auch jede Menge Vorteile, die dann auch dort erklärt werden. Also da ist der Link dann auch unten in der Beschreibung. Wie gesagt, ab 99 Cent könnt ihr das Ganze erwerben für die Leute, die mich unterstützen wollen und dort dafür sorgen wollen, dass die Folgen immer besser werden und auch das Ganze auf meinem Kanal etwas Größeres wird. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Kommt morgen gut aus dem Haus, würde ich sagen. Ein bisschen Ferien. Gönnt euch, ihr könnt ausschlafen. Bis dahin auf jeden Fall. Auf Wiedersehen, Freunde. I didn't pay my rent today. It's so strange. Cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up. Spend it all at the strip club. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different, people look at you the strangest. Wonder how they looked at Picasso when he painted. Probably how your girl looked at me.